Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Rainbow Six Siege. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen noch eine Runde mit den Navy Seals gewinnen und dann geht's dann ein bisschen auf Spetsnaz. Boah, das ist so schweinewarm immer noch. Es wird auch nicht besser, je mehr ich drüber mich beschwere. Jabba Wok. Okay. Ah. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ich finde es aber immer noch interessant, wie das Spiel nach 4 Jahren mir immer, okay, immer noch so einen riesen Spaß macht. Okay. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt ein klein wenig besser werde. Nicht viel. Ich habe keine Ahnung. Was geht denn da ab da oben gerade? 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ich habe das Gefühl, dass ich ein klein wenig besser werde. Wie gesagt, Maps muss ich mir noch angucken. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Keine Ahnung, was gerade in der Runde hier los war, aber. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Ja, das ist immer noch so ein bisschen das Problem, dass du einfach viel zu viele Kitties drin haben, die wegen, hey, das ist mein Operator, und dann einfach die Leute töten, weil jemand anders den Operator nimmt, als ob das denn ihr eigener ist. Und nur so eine Scheiße, das hast du ganz, ganz oft. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Russen. Was haben wir da denn mittlerweile für einen Skin freigeschaltet? Bam, bam, bam. Schönes. Das ist ein ganz großes Problem, finde ich. Ich bin der Meinung, solche Leute sollten erstmal, wenn die wegen Teamkills so aus dem Spiel raus, keine Ahnung, für eine Stunde, den wenn das dann nochmal vorkommt, für mehrere Stunden einfach mal bannen. Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ist jetzt auf dem Trockenen! Scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Feindliche Drohne nähert sich zum Scan. Timer wird gestartet.
wolltest du denn jetzt? Ah, scheiße, ich war nicht. Ach, dieses Müll. Achso, das war gar nicht er. Sie haben Ihre Versuche. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Ein Operator des eigenen. Ach, scheiße. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Ich hätte das Nitro weiterwerfen sollen. Ich dachte tatsächlich, von rechts kommt ein Mate von mir. Das war dann die Ash. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Wie gesagt, ich dachte echt, das ist rechts ein Mate von mir. Ich hätte das Nitro weiterwerfen müssen. Es war gut. Gut geplayed. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Oh, er hätte mich dann zurückziehen sollen und nicht so auf den eingehen. Dadurch habe ich komplett den Rest verpasst. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Das ist diese Map mit dem Zug. Ah, wir müssen jetzt so komm nochmal. Was geht denn mit denen? Sprengladung einsatzbereit. Drohne wird losgeschickt. Lademagazin ab! Scheiße, ey! Trupp
Ey, was sind denn das für Ahmed. Nur noch ein Gegner. Bilal. Durch. Alter. Ja, der hat sich hingelegt, Dropshot gemacht. Alter, was machen die? Trainieren die hier für die. Ach Gott, ich sag jetzt nichts. Ahmed. Ja, die spielen zusammen hier. Ja, das sind Platin. Feindliche Aktivität, Sicherung des Behälters einstellen. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters ausfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Trupp neutralisiert. Ach, nicht schön. Ja, da habe ich aber auch gerade wieder Scheiße gebaut. Es ist so, ich könnte es noch besser, aber ich baue dann immer so Fehler. Ich hätte da nicht nochmal hinpieken sollen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Keine Sorgen, der Weg. Zugangssperre angebracht. Weiter weg. Gerätschaft gemacht. Tropper drin, ne? Aha. Die rennen hinter mir rum. Ach, war scheiße. Oh, dieser arme Fixköpfe. Oh, ey, Entschuldigung, aber... Ja, ey, guck dir mal den Ping an. Spielt auf... Ey, 200er Ping. Schade. Mission gescheitert. Schade. Aber wie gesagt, 200er Pings und dann noch so schlechtes Gameplay von mir. Was willst du erwarten? Guck mal, wir haben alle 20er, 30er Pings und die 100, 200, ey. Spaß diese, ey. Gut, meine Lieben. Dann verpisst euch mal.
Zurück in eure Wüste, Entschuldigung, wenn ich es jetzt mal so sage. Aber nicht auf deutsche Server. Oder eben auf... bevor ich etwas Falsches sage. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zur weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Bis dann, ciao.